Ja, moin moin, wir haben Winter, winterliche Temperaturen, knapp über dem Gefrierpunkt. Wir angeln hier heute an einem Kanal, klassischer Kanal, 40, 50 Meter breit, kerzengerade, nicht allzu tief, 3, 3,5, 4 Meter maximal. Die Fische, die wir heute beangeln, stehen aufgrund der kalten Temperaturen auf einem sehr kleinen Punkt. Also ich habe sehr genau gefüttert und geangelt die ganze Zeit. Jetzt ist aber das Problem, dass wir relativ stramm Seitenwind bekommen haben und der Korb driftet eventuell mal einen Meter im Wurf ab. Ich habe jetzt gemerkt, wenn der Korb nur einen Meter oder vielleicht auch mal anderthalb Meter neben dem Ziel einschlägt, dann dauert das gleich gefühlte 10 Minuten, bis überhaupt mal ein Biss kommt. Also theoretisch kann ich den direkt reinholen. Und da möchte ich euch jetzt mal ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben. Gerade wenn man so einen strammen Seitenwind hat. Ich angel heute auf 37 Meter. Also das ist jetzt nicht die große Distanz, aber trotzdem ist es da oft hinderlich, wenn man einen kleinen Schnurbogen reinkriegt. Da gibt es aus meiner Sicht zwei sinnvolle Sachen, die man da beachten kann. Zum einen ist das der Wurfstil. Man sollte dann darauf achten, wenn man Seitenwind hat, dass man sehr flach wirft. Also sprich, wenn das die Wasseroberfläche ist, dass der Korb da nicht im hohen Bogen fliegt, im Clip und dann zum Wasser fällt, weil dann wird er in der Regel durch den Wind so weit weggedrückt. Der muss dann wirklich ganz flach fliegen, in den Clip gehen und direkt ins Wasser fallen. Dann hat der Wind einfach viel weniger Angriffsfläche, um den Korb in seiner Spur noch eventuell zu verschieben. Und wenn man das ist natürlich der erste Punkt, wenn man das beachtet hat, dann ist es trotzdem nie ganz zu vermeiden, dass durch den Wind, während der Korb sinkt, der Wind in die Schnur bläst und einen Schnursack macht. Daher ist es sehr, sehr wichtig, die Schnur so schnell wie möglich unter Wasser zu kriegen. Und da habe ich hier so eine kleine Sprühflasche mir mal angeeignet. Da ist einfach Spüliwasser drin. Und da mache ich während des Angelns immer ein paar Sprühstöße einfach auf die Schnur. Dadurch ist die Schnur immer natürlich entfettet. Und sobald der Korb Druck macht, ist die Schnur komplett unter Wasser und ich habe einen viel direkteren Kontakt zum Korb. Probiert's mal aus.